So, da sind wir auch schon wieder. Wieder im Online-Modus, wie man hier schön an der Nachricht sehen kann. Wir machen jetzt mal wieder einen kurzen Umweg über die zerstörte Weggabelung zum Schrein des Winters. Das will ich euch nämlich jetzt kurz nicht vorenthalten. Außerdem können wir da noch ein paar Sachen abgreifen. Und uns nochmal ein bisschen mit den Falknern hier bespaßen. Die echt nicht schlimm sind, die Jungs. So. Ich weiß nicht, wenn wir sie so besiegen. Hey, du da. Sie laufen nur ziemlich komisch, muss ich sagen. Also entweder hat da irgendjemand was mit der Animation falsch gemacht. Wow. Oder sie sind einfach so gemacht worden. Ja. Oh, einer von unseren unsichtbaren Kumpels. Ja, und den treffen wir jetzt zweimal nicht. Jetzt haben wir ihn getroffen. Au, der lässt mich nicht zustechen, die Sau. Okay, er ist weg. Einmal heilen. Mhm. Auch wenn ich an dieser Stelle Flakons benutzen könnte, da wir jetzt keinen Boss wollen. Sondern nur zum Schrein des Winters. Ja. Boss wird benötigt. Das stimmt allerdings. Jedoch können wir jetzt öffnen. Und sehen, tada, wieder eine von diesen netten Teleportteilen. Und können auch hier lesen. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Ohne Spur von Wasser und Weg wird elender Versuchung widerstanden. Eindringlinge werden unten sich Ungemach stellen müssen, wie es sich eines Königs geziemt. Elonleus, das Land des Weißen Königs, ist ohne einen Hauch von Wärme in Todeskälte erstarrt. Ja, das ist wieder ein DLC-Gebiet, mein liebstes DLC-Gebiet, außer dass es mich manchmal tierisch genervt hat, als ich selber durchgespielt habe, aber ich fand es, sieht einfach richtig cool aus. Ja, wenn man was sehen könnte. Aber nicht mal das kann man. Denn hier ist... Oh, Schneesturm. Also ja, da wäre der Weg zur Tür, aber die ist geschlossen. Hier ist wieder so ein Beschwörungsteil. Und ja, man sieht wirklich nichts. Deswegen wird uns auch nicht viel verraten über das Gebiet, weil alles halt im Nebel versunken ist. Jo, porten wir uns mal zurück. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Sind wir hier reingekommen? Ja, ich glaube, wir sind hier rein. Hier war der Weg. Nein, hier sind wir nicht. Hier ist der Weg weiter. Hm. Nee, nee. Schritt für Schritt. Ich will gucken, ob die Gegner hinter uns respawned sind. Obwohl muss ich eigentlich gar nicht. Ich muss nur nach dem Weg weiterschauen. So, erstmal liegt hier nämlich was? Die Seele eines Helden. Und ja, sie sind respawned, weil wir uns geportet haben. Auch gut. Brauchen wir aber nicht. Wir können uns nämlich nachher einfach mit einem Homeward Bone zurückporten. Das geht eh schneller, als wie wenn wir hier uns durch weitere Unsichtbare kämpfen.
müssen. So. Einer von der Sorte. Und ich steche da unter dem, weil ich sie halt nicht anvisieren kann. So. Noch einer von euch Ungemütlichen. Übrigens, der Heideritter, den wir im Gatter gefunden haben, mit der komischen Maske und dem und der Lanze, der saß im Original Dark Souls 2 immer hier. Und vorne, wo jetzt der andere Typ rumlatscht, war eine Dehnwache gestanden. Also die einzige andere Dehnwache im ganzen Spiel, abgesehen vom Boss, stand da. Und nicht unten im Sünderhügel. Da waren andere Gegner, die ich euch später zeigen kann, wenn wir dann in den Bereich kommen. So, da oben haben wir die Shattered Ruins, wo wir den Boss besiegt haben. Trost voraus. Illusion voraus. Also ja, hier steht ein Stück Mauerwerk. Ein interessantes schwarzes Stück Mauerwerk. So. Und wir kommen in einen Tunnel. Vorne voraus, ja. Das vorne voraus, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und hinter dem Tunnel regnet's. Genau. Wir kommen durch ein Tor. Gute Arbeit, aber der wahre Kampf beginnt. Ja, das stimmt allerdings. Hier sind erstmal wieder Königswachen, die mit bösen Sachen schießen. Und ja, einer kommt von oben angerannt, das wusste ich sogar noch. So. Oh ja, kaum gehen wir durch dieses Tor durch, fängt es an zu regnen. So, Königsschwertkämpfer Gamaschen und andere Rüstungsteile, die wir nicht unbedingt benötigen würden. Weihwasserurne und willkommen vor Schloss Dwangleic. Ja, das ist nicht Barad-dûr, das Auge oben auf dem Turm fehlt. Auch wenn es ziemlich stark danach aussieht, wenn man sich so ein bisschen mal anguckt. Und wir hier irgendwo hinten in der Pampa sind, auf einer hohen Klippe, mit dem einen einzigen Weg zu diesem uneinnehmbaren dunklen Schloss. Und hier ist die Smaragdbotin. Hinterteil voraus, deswegen versucht Bodenstange. Sehr witzig. Ja. Schloss Dwangleic. Das war die falsche Taste. Es ist riesig. Es ist gewaltig und es gibt einen hohen Turm. Und einen langen Pfad dorthin. Your soul is still frail and pallid. If you proceed regardless, your fate will be more terrible than mere life or death. But I will not stop you, if that is your heart's desire. Also sie warnt uns jetzt gerade, dass wir noch nicht bereit sind, hier lang zu gehen, weil uns eben noch eine uralte Seele fehlt. Your soul is still frail. If you but I will. Mehr sagt sie uns leider dazu nicht. Und ein weiterer schöner Indikator, dass wir hier noch nicht lang gehen sollen, sind die beiden Jungs hier. Das sind nämlich Mastodon-Wachen, nämlich die ordentlichen, die viel zu viel aushalten. Tschüss, Jungs. Ja. Ich port mich weg. Denn auf Sterben habe ich jetzt gerade keine Lust. Also ja, 1 Million Seelen und man kann nach Schloss Dwangleic reisen. Da wollen wir allerdings nicht hin. Wir wollen jetzt in der Lichtensteinbucht weitermachen. Da erwartet uns nämlich jetzt auch noch ein ganzes Stück Arbeit. Erst einmal in der Lichtensteinbucht. Ich sag's immer noch falsch. Erst einmal wollen wir hier das Lager des Königs uns genauer unter die Lupe nehmen. Hier gibt es nämlich viel zu entdecken. Und damit meine ich nicht nur die Falkensoldaten hier,
sondern auch in den Zelten und die Lagerarbeiter und alles. Ja. Und da hinten sind Wildschweine. Die sind richtig garstig. So. Hey, Kumpel. Leuchtfeuer. Ja, früher war das, im Original war das Leuchtfeuer hier im Zelt, nicht da draußen. Was auch gemein war, das erstmal zu finden. So, da ist der Weg weiter. Mit ziemlich großen Felsen. Und da hinten sehen wir eine Kapelle. Und da unten sehen wir das Lichtgestein. Deswegen heißt das Ding Lichtsteinbucht. Wir sehen da unten sogar Ruinen. In den Wänden. Und Holzgerüste und alles. Und dieses königliche Armeelager hier ist nur meine Idee. Ist dazu da, um die Steinbucht zu belagern. Also sie hatten mal vor, hier die Bucht zu belagern, nämlich wegen dem, was in der Bucht so lauert. Hier war ein Rüstungsständer. Und da sind Schweinchen. Au. Und stimmt ja, da auf den Gerüsten können auch noch Gegner stehen. Au. Stimmt eigentlich das? Die muss ich jetzt irgendwie vorsichtig da runterholen. Mit vorsichtig meine ich so. Wow, und ja, die sind richtig gefährlich, die Viecher. Also komischerweise sind die Tiere in Dark Souls, die untoten Tiere in Dark Souls 2 gefährlicher als die Hüllen. Wir erinnern uns an die Meerschweinchen in Majula. Wo steckst du nochmal? Da oben steckst du. Und da hinten ist noch ein zweiter gewesen. Aber erstmal holen wir dich runter. So. Einmal Heilung. Zehn deines namenslosen Soldaten. Sehr schön. Den da hinten ignoriere ich mal kurz. Wir holen uns erst das, was hier rumliegt. Das hier ist nämlich eigentlich auch ein Ort, an dem Titanit abgebaut wird. Also sollten wir hier auch... Naja, hier sind erstmal nur Soldatenseelen, also Soldaten des Heerlagers. Aber eigentlich müssten wir hier auch Titanit finden. So, waren wir in dem Zelt schon? Ja, ich glaube... Okay, verschaffen wir uns mal Übersicht von da oben. Wird's lustig, dass hier nur der eine Arbeiter war. Im Original Dark Souls 2 wimmelt es hier von diesen Arbeitern, aber nur von diesen. So, dann holen wir mal hier genau eine Titanitscherbe. Das ist nicht besonders viel. Und wir wollen hier in diesen Raum rein. Ah. Ich höre hier immer irgendwas Geräusche machen. Ah, die beiden Wildschweine habe ich schon getötet. Die können es nicht sein. So, ich will hier runter. Achso, hallo, Kumpel. Ja, das war etwas fies.
jetzt kommt hier gleich das nächste Fiese. Wie ich nämlich gesagt habe, die beste Art, eine Mimik zu erkennen, sind die Schlösser an ihr.